Ich begrüße Sie bei kulturport.de. In Hamburg gibt es in diesem Jahr eine ganz neue Initiative, die nennt sich Ad Art. Was dahinter steckt, erfahren wir gleich. 18 Hamburger Unternehmen öffnen ihre Türen, zeigen ihre Kunstsammlung oder initiieren Ausstellungen mit junger zeitgenössischer Kunst. Nun wollen wir vom Initiator wissen, was dahinter steckt. Hubertus von Barbie. Ja, ich bin vor 2 Jahren nach Hamburg gekommen und mir ist aufgefallen, Hamburg ist auf jeden Fall ein etablierter Kunststandort. Aber was ich auch festgestellt habe, ist, dass so die Verbindungen zwischen Kunst und Wirtschaft könnten noch etwas enger werden. Und das war dann die Idee, dass die Initiative Ad Art hier zu gründen. Ad Art, der Begriff heißt so viel, ja, wie füge Kunst hinzu. Das ist durchaus als Aufforderung gemeint, sich zur Kunst zu bekennen und durchaus auch mal das eine oder andere Werk zu erwerben. Nicht nur für die Büroräume, sondern natürlich auch für zu Hause. Die Handelskammer hat Ad Art sehr gern unterstützt, weil Ad Art etwas aufgreift, was in Hamburg eine lange Tradition hat. Im 19. Jahrhundert haben bereits Kaufleute von ihnen gesammelte Kunst hier in der Börse gezeigt. Das war die Wiege der Hamburger Kunsthalle. Und heute zeigen Hamburger Unternehmen wieder ihre Kunst, allerdings in ihren Räumen, holen die Menschen in ihre Räume. Und Kunst und Kommerz begegnen sich wieder. Das freut uns als Handelskammer, weil wir glauben, dass das zu dieser Stadt gehört und eine gute, lange Tradition hat. Wir haben Künstler des 18., 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Wir haben viele Künstler des Hamburgischen Künstlerclubs und wir haben natürlich als Highlight unserer Kunstsammlung den Kliebermann, den wir hinter uns sehen. Uns war von vornherein wichtig, dass wir auch Nachwuchskünstler fördern. Deswegen haben wir 5 Unternehmen gefunden, die sich bereit erklärt haben, junge Künstler von der HAW Hamburg bei sich auszustellen und eben nicht nur auszustellen, sondern sie auch zu fördern, nämlich durch ein Honorar oder durch den Ankauf von Werken. Und was ich hier besonders spannend finde, ist, dass gerade hier ein sehr intensiver Dialog zustande gekommen ist zwischen den Unternehmen und den jungen Künstlern. Wir haben auch die Bilder thematisch ausgesucht. Die Zusammensetzung der Kunst ist natürlich auch etwas, was uns wiederum inspiriert und auch die Mitarbeiter inspiriert. Und das ist ja letztlich das, was wir auch zeigen möchten, nämlich welchen Stellenwert Kunst für Unternehmen hat, wie Unternehmen und Künstler interagieren, dass da eben auch ein wirklich offener Dialog stattfindet. Danach haben wir eben die Werke auch ausgesucht und mit den Künstlern gemeinsam ausgesucht, welche Werke wir dann auch nehmen können. Das Thema Kunst spielt im Jakob eine ganz große Rolle. Deswegen engagieren wir uns nicht zuletzt auch bei Ad Art, um diese Kunst der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wir wissen nicht, wie viele Unternehmen in Hamburg darstellende Kunst fördern, weil viele Unternehmen ja die Kunst einfach nur in ihren Räumen haben und gar nicht damit groß nach außen treten. Ich glaube, man unterschätzt tatsächlich den Wert und die Kraft, die die Kunst in Unternehmen tatsächlich hat. Wir wissen das aus vielen Gesprächen hier mit den teilnehmenden Unternehmen, dass die Kunst auch wirklich mal aneckt und viele Reaktionen hervorruft. Wir haben viele Gäste, die inzwischen wissen, dass hier bedeutende Kunst im Jakob hängt. Wir haben auch Hotelgäste, die ihre Zimmer danach aussuchen, welcher Künstler in welchem Zimmer zu Hause ist. Wir haben also die feste Absicht, diese Veranstaltung im nächsten Jahr zu wiederholen. In jedem Fall würden wir nochmal mitmachen. Ich finde es eine ganz tolle Initiative und ich denke ganz sicher, dass wir dabei sein werden. Und dann im nächsten Jahr vielleicht auch nochmal ganz andere Sachen hier zeigen können oder vielleicht auch nochmal das ganze Thema ein bisschen noch mehr mitgestalten können. Auch da gibt es ja Möglichkeiten. Also in jedem Fall ganz toll und wir sind total begeistert.